Fuck! Alter, Victor! Junge! Was ist nicht das? Dein Ernst! Leute, ihr wolltet es so. Wir sind back. Ihr wolltet es, ja? Ihr. Und heute wird wirklich gezeigt, ob das besser fängt oder nicht. Nein. Victor. Der Bürgermeister. Ja. Vize. Leute, angeln in lindo.de. Wir sind jetzt am Gudelachsee und holen uns jetzt Angelkarte ins Pro gehen. Grüß dich. Heute findet der ultimative Test statt. Ihr wolltet's wissen, wir wollten's wissen. Was fängt besser? Köderfisch gegen Spinnrute. Paul, er ist jetzt so 14, ja? Und kaum ist er 14, ist er voll der Gangster geworden. Ist auf dem Fahrrad, auf dem Hinterrad durch ganz Lindo gedüst. Hier so ein Stimmt's? Stimmt's? Ja. Ja, aber egal. Heute geht's ja ums Angeln. Es hat geknallt die letzten Tage. So wie immer, ne? Also. So wie immer, ne? Die Jugend. Ich bin neutral. Ich angel beides heute. Ich auch zwischendurch, na klar. Nee, nee, nee. Deswegen macht man ja Köfi-Angeln, um zwischendurch ein, zwei Würfe zu machen. Aber prinzipiell wird die Köfi-Route natürlich die ganze Zeit konstant belegt sein. Dann werde ich auch nicht wirklich dazu kommen. Mhm. Naja. Mhm. Was denkst du, was besser fängt? Ja, ist schwierig, aber ich denk mal Kunstköder. Okay, also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Battle ausgeht. Riese sitzt. Guck mal an, was Paul für ein Styler geworden ist hier. Ja. Mach mal Model. Der Instagram-Model stehen so, warte. So. Wenn du einen Pferdeschwanz hast, den Kopf gleich rein. Da muss aber angelaufen kommen. Wie soll ich jetzt so angelaufen kommen? Action. Und wieder umdrehen und wieder weggehen. So Leute, da geht's schon mal los. Jetzt wird erstmal hier Köderfische verhaftet. So, die lasse ich erstmal über Nacht draußen liegen. Da steht die Pose von Murat. Hier ist alles voll mit Fisch. Alles voll mit Kleinfisch. Und das ist die Ausbeute des Murat Aslan. Köderfisch-Spezialist. Hä? 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 Also in der Zeit hätte die Spinnrute bestimmt jetzt schon 3 oder 4 locker gefangen. Natürlich. Also ich will ja nur bemerken, meine beiden stehen da vorne. Das nennt man einen motivierten Angler. Das ist der Unterschied zwischen einem Teamangler und einem... Ja, Leute, Paul ist jetzt ein Teamangler. Könnt ihr euch das vorstellen hier? High Society, ja? Teamangler. Wir beide wollen auch in ein Team. Wir haben uns ja schon beworben bei Lidl Deutschland, aber die haben uns nicht genommen. Die sind nicht gut genug. Eigentlich, ehrlich gesagt, Teamangler können wir überhaupt nicht leihen, ja? Paul. Nein, war ein Spaß. Obwohl, wie ist es denn so, ein Teamangler zu sein? Ja, ganz cool. Wie lange bist du denn schon Teamangler? Seit vorgestern. So, wir sind auf dem Wasser, Leute. Endlich. Hat ja ewig gedauert hier mit Murat. Hä? Victor. Er will sich rausreden. Du bist der einzige Mensch, dem ich das verzeihe. Was verzeihe? Dass du keine Köderfische gefangen hast? Nee, wir haben ein bisschen getrödelt, weil wir mussten auch... Du hast ein bisschen getrödelt. Er behauptet, ich... Dann war er wie oft heute auch? Glaubt ihm kein Wort, Leute. Also, wir fahren jetzt los auf der Suche erstmal wieder. Na, ratet? Genau, Köderfische. Unsere halbe Angelzeit geht hier flöten in Köderfische. In der Zeit darf die Spinnrute natürlich schon mal angeln. Ne? Das ist ja auch der entscheidende Unterschied zwischen Köderfisch und Spinnangeln, dass die Spinnangler sofort einsatzbereit sind und die Köderfischangler eben erst... Na, ihr wisst es. Na, Paul? So ist es. Ach, ihr beide gegen mich jetzt, ja, heute, genau. Oder was? Ihr beide gegen dich? Nee. Du wolltest Köfi angeln. Nur du. Nee. Du und ungefähr 5000 andere von euch. Der Moment, wenn zwei Leute Köderfische für einen angeln. Der eine mit der Spinnrute, der andere mit der Stippe. Unglaublich, ey. Warum mache ich das eigentlich, Murat? Mir zuliebe, weil ich sonst alles heute gemacht habe. Bitte? Na, okay. Aber Jungs, relativ leer der Eimer. Aber nicht ganz leer wie vorhin. Gebt euch Mühe, konzentriert euch mal bitte. Was fühlst du beim Köderfischangeln? Spaß, Leidenschaft, ach, 1000 Gefühle, unbeschreiblich toll. Da. Jetzt. Das ist schon der kleinste Haken, den es gibt hier. Größe 5000 oder so. Beschreib mal bitte deine Gefühle. So kacke, dass wir hier eine Stunde jetzt hier auf diesen Köderfische angeln und da draußen die fetten Barsche stehen, ey. Also irgendwie kriegt der Paul hier nicht hin mit dem Navigieren. Der hört das immer zu den Hechten und nicht zu den Plätzen. Wir können nicht 1000 Sachen auf einmal machen. Also folgende Aufgabe. Paul hält uns im Schwarm, ich hole raus und du hakst ab. Und dann sind wir hier in 10 Minuten durch. Aber immer halbe Sache wieder raustreiben, werfen bei. Dabei, es funktioniert nicht, Leute. Nein! Die Leute gucken mich schon blöd an. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist alles voll. Also wer hier keinen Köderfisch fängt. Komm. Oh. Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Fast ein Köderfisch gefangen, ey Leute. Wahnsinn. Was hier abgeht. 6 zu. Null. Victor, du bist mein Held, was Köderfischangeln angeht. Ich habe hier jeden einzelnen Fisch gefangen. Bis jetzt führe ich hier 20 zu 0. Das gibt's ja gar nicht. Erster Wurf hier. Warum, Murat, angelst du hier heimlich mit einer Spinnrute?
Der hängt ganz knapp. Ha! Ich würde sagen, 1-0 für Paul. Weil das ist ja nun Hochverrat, Murat. Warum das denn? Ja, du wirfst hier mit deiner Spinnrute, bevor du deine Köderfischrute fertig im Einsatz hast. Schon? Frech. Nicht schlecht, Herr Murat Aslan. Matsch! Matsch! 1-0 für die Spinnrute, Leute. Jetzt pack bitte, in Gottes Namen, deine Köderfischrute erstmal raus, bevor du den nächsten Wurf mit der Spinnrute machst. Weil du Angst hast, dass ich euch jetzt abziehe. Nein. Weil wir heute ein Battle machen, was wir angekündigt haben und jetzt auch durchziehen müssen. Okay. Was du übrigens, aber, du inszeniert aber, hast. Aber ich wollte es machen. Das ist ein Köderfisch. Ja, aber kein echter. Ja. Fisch, Paul? Barsch. Barsch, Alter. Barsch, Alter. Bam. Alter. Kescher, 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 Kescher. Kescher, Kescher. Leute. Leute. Oh. Barsch! What the fuck? Alter, Victor! Junge! Was ist das? Nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Alter, als. Nee, vollkommen fertig gerade. Yes, Alter! Was ist das? Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht wahr sein. Boah, der ist ja größer als der Hedgehog. Das ist unglaublich. Guck mal, meine Hand. 49. 49er. 49, warum fehlt verdammt nochmal immer dieser eine Zentimeter? Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn, Wahnsinn. Was? 49er Barsch, ey. Das ist einfach nur krank. Super Fisch. Yeah! Glückwunsch! Oh, Alter! Krass! Alter, echt krass. Das war, das, die Aktion, die war jetzt heftig. Erster Spot, wo wir angeln. Muri schmeißt aus, bam, Hechtranne. Ich halte die Kamera noch gar nicht aus, da schmeißt er, zack. Alter, crazy. Und wahrscheinlich wird jetzt die nächsten 3 Stunden nichts mehr beißen. Muss ich jetzt auch nicht mehr beißen, also das war jetzt schon genug. Super, dann gehen wir jetzt nach Hause, oder? Ja, Victor, oder? Ja. Ich habe noch nicht mal einen Wurf gemacht, Leute. Unglaublich, ey. Das alles am schönen Gudelachsee. Diesmal ist das Überraschungsei ein bisschen größer. Danke. Möchtest du auch ein Stück? Oh, cool. Ja, wir fahren jetzt weiter. Was muss der Verlierer denn machen? Der Verlierer muss live vor der Kamera ein Lied singen. Nein. Von der Wahl des anderen. Auf gar keinen Fall. Ja. Ach, das ist dann zu hart. Okay. Ich will einfach dich nicht singen hören. Das ist das Problem. Ich habe mir nur eins in Singen. Ja, in der zweiten Klasse. In der vierten. Ich lasse mir das so einfallen. Ich werde es gleich auf jeden Fall. Ich bin ja der Moderator. Ich lasse mir was einfallen, weil ihr angelt ja gegeneinander. Wir angeln gegeneinander. Wir? Nee. Doch. Ihr angelt gegeneinander. Wir angeln Köfi gegeneinander. Das ist die Köfi-Folge, nicht die Spinnenangel gegen Köfi-Folge. Nein, das haben wir vorhin ganz anders gesagt. Köfi-Angler gegen Spinnangler. Aber du weißt, dass wenn wir nicht gegeneinander Köfi angeln, dass es dann eine weitere Folge geben wird. Murat und Victor gegen Köfi angeln. Niemals. Auf jeden Fall. Niemals. 20.000 Likes, Leute. Murat Aslan. Ich möchte ja nichts sagen, wa? Zack. Zack. Dankeschön. Zack. Es steht 13-0 für die Spinnrute, Murat Aslan. Was ist hier los? Ah, die Köderfische haben Mittagspause. Ich habe jetzt 2 Stunden lang versucht, mit dem Köfi was zu fangen. Habt ihr gehört, Leute? Er hat jetzt 2 Stunden versucht, mit dem Köfi was zu fangen. Hat nicht geklappt. Erster, zweiter Wurf jetzt mit dem Dings wieder. Bam. Allerdings muss man sagen, dass wir den ganzen See jetzt da hinten abgeangelt haben und auf dem Echo auch nichts gesehen haben und wieder zu unserer Anfangsstelle hierher gefahren sind, wo halt überall Weißfisch war. Und es ist immer das Gleiche, Leute. Da, wo der Weißfisch ist, da ist der Raubfisch. Ist einfach so. Ha. Super. Was sagst du dazu, Paul? So groß wie mein Barsch. Wo ist die Kühe? Schwimm. Barsch. Große Hechte, große Wunden. Mhm. Oh, da rollt mir eine einsame kalte Träne runter. Leute, habe ich schon erwähnt, wenn heute Spinnangeln gegen Köfi gewinnt, was ja danach aussieht, wird es nie wieder eine Köfi-Folge geben, auf Ich gehe angeln. Ein Schwachsinn, ein richtiger Schwachsinn. Wir hatten eben besprochen, als die Kamera aus war, wir wollten euch letztendlich fragen, ob ihr wollt, dass wir eine richtige Köfi-Folge machen, wo wir beide unsere Spinnruten zu Hause lassen und wieder mit Harald angeln gehen. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir haben heute gesagt, dass wir eigentlich Köfi angeln wollen. Du hast aber auch gesagt, dass wir uns um 9 treffen. Ich sag ja nur, dass ihr Köderfisch angeln wollte. Da, du,
Nicht ich. Und er sozusagen jetzt die Spinnrute überhaupt nicht mehr aus der Hand legt. Das ist doch eigentlich Hochverrat. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, dass das ist wirklich Hochverrat. Muri ist ein Hochverräter gegenüber des Köderfischangeln. Erst möchte er Plumpsangler sein und dann... Paul, was sagst du dazu? Ja... Nicht also, ja. Man kann ja mal ab und zu ab und Routen zu tauschen. Ab und zu. Wir Fänger, wir halten zusammen, oder? Ach, jetzt geht das hier nicht. Darf ich meine Köfi-Route wieder haben? Jetzt muss ich hier Köderfisch angeln. Paul, hast du gerade Ärger bekommen? Mein Knoten ist aufgegangen und mein Vorfach war schlecht gebaut. Also ich das Vorfach, was du für ihn gebaut hast an seiner Angel. Ich habe gemacht und muss jetzt schon wieder Neues machen. Okay. Und währenddessen greift er meine Köfi-Route und angelt. So ist es. Die beiden haben sich gegen mich verschworen. Unglaublich, was hier abgeht, Leute. Ja, wir kriegen ja auch konstant Ärger von dir. Zu Recht. Könnte ich bitte mal einen Snap für Herr Ehre haben? Ein Snap? Ja. Für wen oder was? Vierter Fall. Für Herrn. Für Herrn Ehre. 3-0 für die Spinnroute, Leute. Ich versuche jetzt wenigstens mal faire Bedingungen hier zu schaffen. Den Wettbewerb auf einem wissenschaftliches Level anzuheben, indem die Köderfischroute hier auch mal tatsächlich ein bisschen ins Spiel gebracht wird. Meine Köfi-Route. Meine ist ja auch kaputt, dank Paul. Bis. Ich hau jetzt einfach mal an. Köderfischroute. Ja, hängt. Ha, was ist das? Oh, Leute, ich tue hier was für den Wettkampf. Na, was ist es, Leute? Was ist es, Leute? Hecht. Hecht. Oh Gott, ey, jetzt werde ich hier der Plumpsangler. Was sagt er, Leute? Uns zählt ja übrigens bei dem Wettkampf immer der größte Fisch. Also führt auf jeden Fall. Victor, das haben wir so aber nicht gesagt. Doch. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ist immer so der größte Fisch gewinnt immer. Geil. Schön. Einfach nur geil. Eigentlich müsste es ja Muri jetzt sagen, gib mir meine Route back. Muri. Ich glaube, die Leute wollen sehen, wie du Köfi fängst. Nein, Mann, ich will doch aber gar keine Hechte fangen, ich will doch Barsche fangen. Wie? Ja. Ich habe noch nicht mal den Köderfisch dran. Der nächste Wurf. Noch nicht mal gerade erst rangebastelt, den Kürbisch. Und nächster Wurf, bam, Paul macht alles für die Challenge. Aber noch ist er nicht gelandet. Komm, Paul. Wir Spinnfischer gegen... Ihr Spinnfischer? Oh. Fett ist er. Also, er ist zwar deutlich kleiner als meiner, aber trotzdem Petri. 5-1. Nee, ich hatte 2 Hechte. Ja. Okay. Ja. Will er schon wieder betrügen? Will er sich einen mehr auf meine Liste machen? Schön. Hier 4-1 für uns. Für euch was? Für uns Spinnangler. Ach so. Ja. Okay. Muri. Biss, Leute. Biss. Köderfisch. Und ich hau an. Und ich muss noch mehr Schnur nehmen. Und. Hängt er? Ja, er hängt. Ja. Wow. Leute, jetzt, was ist hier los? Wir sind über einen halben See gerudert. Okay, mit dem Elektromotor gefahren. Da war 0 und jetzt hier in dieser Bucht. Alles voll mit Weißfisch und alles voll mit Raubfischen. 2-4, wenn da gelandet wird. Warte. Juhu. Warum freue ich mich eigentlich? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich möchte das Spinnangeln gewinnen. Ist jetzt Route zurück? Nee. Die ganze Zeit war die Köderfischroute nicht im Einsatz. Also so lieblos. Und jetzt, wo sich mal einer drum kümmert, geht es hier Schlag auf Schlag. 2-4. 2-4, sag mal? Ja. Nee. Doch, 2-5? Na, 2-6 doch eigentlich schon, oder? Hä? Na, warte, stopp. Paul, sag mal, 6 habe ich jetzt noch nicht gezählt. Ich sag ja nur, Leute, ich habe jetzt eine halbe Stunde mit dem Köderfisch geangelt, habe ich eigentlich platt gemacht in der Zeit. Naja, Köderfisch angelt. Ja. Das, obwohl ich das überhaupt gar nicht will. Stell dir mal vor, ich wollte es, richtig. Oh, ja. Leute. Ja. Nein, nicht dein Ernst. Wow. Wow. Schön. Wow. Ah, wer hat jetzt den größten? Den größten Fisch hast du. Sehr gut. 5-2. Für? Uns.
Was uns? Was ist wer ist denn uns? Ich bin uns. Ich bin mit Spindangler. Muri ist der Plumpsangler hier. Yes. So Leute, wer weiß noch, wie diese Methode heißt hier? Die mitten durch Methode. Murat! Oh, nee, den können wir nicht zählen. Den können wir nicht gelten lassen. Nee. Erstmal untermaßig und zweitens nicht gelandet. Ich habe den extra jetzt abgemacht. Der war so klein, das macht keinen Sinn. Mhm. Also es bleibt dabei. Der wird jetzt nicht gezählt. Nö. 5-2. Du machst hier deine Regeln aber auch so, wie du willst. Ich? Ja. Ich mach die Regeln, wie du willst. Du machst die Regeln, weil du willst, weil du schnappst dir einfach ein Gerät, was gar nicht zu dir passt. Deine Pose. Meine Pose? Deine Pose. Ja. Das? Soll ich anhauen? Soll ich anhauen? Soll ich erst anhauen? Erstmal reinholen ein bisschen. Ja, ja. Das ist frisch, tatsächlich. Wow. Ich tu nur so, als ob es mir Spaß macht. Schön, ey. Das ist der, den ich gerade verloren habe. Paul, was sagst du dazu? Wie steht es jetzt eigentlich? 3-5, Leute. Ihr müsst aber eins bedenken. Ich bin alleine. Eigentlich bin ich zu zweit mit Paul, ja, weil wir Spinnangeln führen. Aber würde man jetzt sozusagen nur die Angler bewerten? Murat? Wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee? Habt ihr es verstanden? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Also auch nicht verstanden, so wirklich. Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was er uns damit sagen möchte. Ja. Ihr seid zufrieden im Blick. Der Blick eines Plumpsanglers. Was machen wir morgen? Zanderangeln. Yeah. Nicht? Morgen früh fahren wir dann auch hier raus, weil wir das Boot erst ab 10 Uhr oder so haben. Falls ihr denkt, dieses Battle ist jetzt vorbei, ist es noch nicht vorbei. Weil morgen früh, wie gesagt, geht es ja nochmal weiter. Da wird es erst gefinisht. Ja? Zwischenstand ist 5-3. Für uns. Paul, es war eine richtig geile Nummer und alle haben gratuliert ihm. Haben ja schon Instagram-Story gesehen, die anderen alle, ne? David, Flyris, Maxi, Yoshi. Ja, Leute, wir essen auch frisch. Paul, was würdest du sagen? War das ein fairer Wettkampf? Absolut. Ich sage, ich bin ja fürs Spinnfischen, aber es muss auch unter fairen Bedingungen ablaufen. Ich glaube, die Köderfischroute kam heute deutlich weniger zum Einsatz als die Spinnroute und dann auch nur eine gegen 2 bzw. 3. Und trotzdem war es ja mit 5-3 sehr knapp. Also muss morgen die Spinnroute tatsächlich sich ein bisschen mehr Mühe geben, um gegen die Köderfischroute zu gewinnen. Und dafür werde ich alles tun. Also gute Nacht.